Hallo zusammen, Ruppi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Heute bei mir hier auf dem Tisch ein weiteres Monstrum von Playmates Toys zur Monsterverse Godzilla Kong The New Empire. Das X bleibt stumm. Scar King mit Whiplash, mit seiner Knochenpeitsche hier in einer normalen Ausführung. Die Umverpackung hat hier eine Größe von 19 cm in der Breite, 23 in der Höhe und 7,5 cm in der Tiefe, wie alle anderen auch. Und was kann ich euch hier zu Scar King sagen? Wir haben hier einen Begleittext von Playmates Toys. Wie zu allen Figuren, es gibt den allgemeinen Begleittext, den kennen wir zur Genüge. Und hier schreiben sie noch: Der böse Scar King herrscht mit seinem gefürchteten Peitschenhieb über sein feuriges Königreich Hollow Earth und befehligt eine unaufhaltsame Armee, um Godzilla und Kong zu vernichten und die Welt zu erobern. Ja, was ein Lausbub. Und seine Action heißt ja tatsächlich abnehmbarer Peitschenhieb. Ist so, ne? Also ich habe noch nie einen abnehmbaren Peitschenhieb gesehen. Finde ich also sehr interessant. Die abnehmbare Peitsche, ja. Aber den Hieb, kann man ihn denn abnehmen? Klasse. So, zu diesem Scar King muss ich sagen, es gibt ihn auch noch in der Battle Roar Version. Auch die werden wir uns noch anschauen. Den ganz großen, den Giant Scar King, haben wir uns schon in einem Video angeschaut und besprochen. Den werde ich neben den hier auch nochmal aufstellen. Ihr habt es ja gestern schon gesehen beim normalen Godzilla und beim Giant Godzilla. Das sind schon wirklich Welten dazwischen. Und ja, Godzilla und Kong kommen ja jetzt nochmal in einer noch größeren Variation raus. Und auch auf die freue ich mich wirklich sehr. Ja, Scar King habe ich neulich von SH Monster Arts gesehen. Und das fand ich doch wirklich sehr ernüchternd. Normalerweise sind sie ja bekannt für sehr schöne Umsetzungen. Aber Scar King, muss ich euch ehrlich sagen, ist natürlich nur meine Meinung, klar, überhaupt kein Thema. Fand ich, was das Fell gerade im Schulterbereich angeht, doch sehr ernüchternd. Also die Details hauen mich persönlich nicht wirklich weg. Und ja, die Preise liegen dann halt doch schon im höheren Bereich, ist klar. Da fahrt er mit den Figuren, also mit der Ausgabe hier, gar nicht mal so schlecht, muss ich wirklich sagen. Und wie schon gesagt, ich packe hier noch den Battle Roar aus, der auch wieder ein bisschen ganz leicht anders skulpturiert wurde. Ja, dann könnt ihr euch ja mal selbst Gedanken machen oder die Figuren miteinander vergleichen. Ich meine, dass SH Monster Arts hochwertiger ist, da brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Dennoch, die Umsetzung haut mich da nicht weg. Ich sage ja, ich war selbst sehr überrascht. Was mich wiederum immer wieder neu überrascht, sind die Umsetzungen von Hiya Toys. Die stehen meiner Meinung nach SH in nichts nach und hauen wirklich super schöne Figuren raus. Von denen habe ich allerdings noch keinen Scar King gesehen. Mal schauen, vielleicht ändert sich das in Zukunft. Gut, heute wollen wir diese Figur hier besprechen. Auch hier wurden wieder alle Befestigungsarten von Playmates Toys ausgeschöpft. Wir haben Gummi, wir haben Schnüre, wir haben Plastik. Warum sie sich dazu entschlossen haben, ist mir ein absolutes Rätsel. Aber ja. Gut, Scar King kommt hier mit seiner Knochenpeitsche. Ansonsten ist hier nichts dabei. Aber ihr wisst vielleicht, es gibt ihn auch in einem Doppelset, in einem Zweierpack mit so aufstellbaren Elementen aus, ja, Pappe. Da gibt es ihn nochmal in einer leicht alternativen Bemalung. Genug der Vorrede, lasst ihn uns auspacken und anschauen. Wie schon erwähnt, die übliche Verpackung, Monster Arts Godzilla Kong The New Empire mit einem spektakulären Hintergrund. Stellst du ihn in die Barbie-Abteilung, wird dir diese Box kaum auffallen. Hier Kong und Godzilla in einer wunderbaren Abbildung. Scar King with Whiplash von Playmates Toys. Seitlich ein Kristall und der Name. Auf dieser Seite nochmal Kong und Godzilla. Auf der Rückseite finden wir die Texte, der allgemeine Begleittext, der Text zum Scar King. Abnehmbarer Peitschenhieb. Hier noch weitere Figuren aus der Serie, die wir mittlerweile alle angeschaut haben, außer Zuko und der Mini-Titan. Das wollen wir auch noch machen. Auf der Unterseite finden wir dann auch noch das Copyright von 2024 und die abnehmbare Peitsche, die wir auch zusammenstecken können, genauso wie beim großen, beim Giant Scar King. Ja, ihr seht's, wir haben hier eine Schnur, wir haben hier ein Plastikband und unten sind auch noch Gummiringe um die Beine. Er sitzt also bombensicher in der Verpackung.
die ganze Umwelt hält ihn mehr oder weniger fest. Das werde ich hier ganz schnell ändern. Zwick, Zwack, Zwuck und die Peitsche haben sie hinten auch noch extra mit einem Gummiband gesichert. So die Verpackung ohne Figur mit den ganzen magentafarbenen Kristallen. Ja, und hier haben sie auch nochmal ein Gummi drumherum gemacht, damit sich das Ganze nicht löst. Also wurde wirklich sehr sicher verpackt. So, und wenn wir ihn aus der Verpackung genommen haben, dann kann der Gute auch gleich stehen. Jawohl. Und wir haben hier eine Höhe von knapp 15 cm. Okay, die typische Bemalung dieses bräunliche Rot, was sein Fell angeht. Dann hier noch die hellen Stellen an den Armen, auch an den Unterarmen mit seiner roten Kriegsbemalung. An diesem Arm hier auch. Hier finden wir zwei Striche, hier drüben nur einen. Das ist so ein Creme, haben sie auch über seine Fäuste gezogen, über die Hände. Hier die Peitsche, die wir locker hier abnehmen können. Ist so ein ganz einfacher Clipverschluss, hier reindrücken und dann hält es. Ja, da ich den Film noch nicht gesehen habe, vielleicht wird es da erklärt, ich weiß gar nicht, was das ist. Ist es die Wirbelsäule und der Kopf von einem Skullcrawler oder was könnte das sein? Ich kann es euch nicht sagen. So sieht das Ganze aus. Ist aus Gummi. Wenn ihr hier noch einen Wash drüber macht, dann sieht es auch richtig schön knochig aus. So ist es sehr einfach. Aber sie haben hier einen netten Grundton gewählt. Das muss man auf jeden Fall sagen. Und die Wirbelsäule wurde hier auch wirklich nett ausgearbeitet. Die Zähne sind natürlich entsprechend stumpf, sind Popcornzähne. Ja, damit sich hier niemand verletzt, ist ja ein Spielzeug von dem her. So, also das hier funktioniert auf jeden Fall einwandfrei, was die Peitsche hier angeht. Dann zu Scar King selbst. Wir können hier den Kopf bewegen, das sogar 360 Grad. Wir können die Arme bewegen direkt hier. Wir können Clothesline machen. Wir können den Ellenbogen, was recht locker sitzt, bewegen. Wir können die Hände vorne 360 Grad drehen. Aber ein extra Gelenk ist hier nicht mehr drin. Das, was quasi runter oder hochklappen können. An dieser Seite natürlich genau das Gleiche. Wir können hier den Oberkörper 360 Grad bewegen, was ich sehr gut finde. Die Beine können wir auch, nach vorne zumindest. Ne? Er kann eigentlich hinsitzen, aber wir haben nicht wirklich einen 90-Grad-Winkel. Das heißt, er kippt nach hinten, aber er kann sich ja mit den Armen hier aufstützen. Dann kann er auf jeden Fall sitzen. Was die Beine angeht, nach hinten, ihr seht, der Bobbes geht hier relativ weit runter. Das heißt, ihr könnt die Beine maximal so weit zurück machen. Ihr könnt auf jeden Fall eine laufende, eine rennende Pose darstellen. Er bleibt aber nicht stehen. Ihr müsst da irgendwie stützen. Ihr seht, unten an den Füßen sind auch keine Löcher drin. Das heißt, wir können ihn auf keine Base stellen, wo man ihn entsprechend aufstellen könnte, was ich schade finde. Das sollte Playmates vielleicht noch nachholen. Hier entsprechend Standardlöcher noch hinzuzufügen, damit er gut stehen kann. Ja, die Knie sind hier auch noch beweglich. Was das hier angeht, das ist in Ordnung. Ihr habt es vielleicht bei den letzten Kong-Figuren gesehen, da standen diese Teile hier ein bisschen seitlich ab, was natürlich nicht so gut ausgesehen hat. Hier geht's noch, wie ich finde, vom Material her, ist in Ordnung. Und die Gelenke haben hier auch noch einen gewissen Widerstand. Das heißt, die Beine klappen euch nicht gleich weg. Das ist in Ordnung. Die Ellenbogengelenke, die sind hier relativ locker. Also wenn ihr die Figuren viel bespielt, kann es sein, dass das hier irgendwann rumlummelt. Ja, so auch die Faust kann man hier bewegen. Okay, ja, die Faust auf dieser Seite ist ein bisschen geöffnet, dass man ihm die Peitsche in die Hand geben kann. Oh, das ist relativ fester Kunststoff. Auf keinen Fall überbiegen. Das sollte man hier noch anmerken. Gut, dann fangen wir doch mal an mit den Details. Also er guckt hier straight nach oben. Sieht eigentlich aus, ja, als ob er unfassbar wütend wäre. Das finde ich gut. Gleichzeitig könnte man interpretieren, als ob er gleich ohnmächtig wird. Ja,
weiß ich nicht, Affenfurz abgekriegt. Ich weiß nicht, ob man da umfällt. Ja, also komm, aber er guckt eigentlich schon wütend. Die Nasenlöcher sind schön tief. Man sieht hier die Zähne, die auch noch eine leicht andere Bemalung, eine andere Farbe haben. Die Eckzähne gucken hier auch schön raus. Das ist in Ordnung. Die Bemalung finde ich auch okay. Ist auf jeden Fall sehr reizvoll. Das Weiß geht hier noch über die Haare drüber. Und wenn ich mir die Details von den Haaren angucke, ist es gar nicht mal so schlecht gemacht für eine Playmates-Toys-Figur, muss ich echt sagen. Und ich sag ja, holt euch mal die Bilder von SH Monster Arts her. Klar ist es ein bisschen detaillierter, aber im Prinzip kriegt er auch solche Haare im Schulterbereich, was mich eigentlich nicht weghaut bei Figuren, die halt, was weiß ich, über 70 Euro kosten. Und wir haben hier, ich weiß gar nicht mal, 12,50 oder 14,50 Figur. Von dem her. Er hat auch ein nettes Gewicht, er ist also nicht hohl, das oben ist schon massiv gegossen, bis halt auf die Aussparungen der Gelenke. Ne? Ihr seht, ihr könnt auch nach vorne beugen, nach hinten, das finde ich sehr schön, muss ich wirklich sagen, das gefällt mir gut. Also bis jetzt finde ich den sehr positiv. Was dich natürlich immer ein bisschen irritieren kann, sind die Löcher für die Gelenke, aber mein Gott, ja, sind halt Spielzeug-Actionfiguren. Man weiß, auf was man sie einlässt. Und hier, ja, die Skulpturierung der Haare, das kann man schon angucken. Das ist schon absolut in Ordnung. Sie haben es über den Oberkörper auf jeden Fall komplett durchgezogen. Dann der zweite Teil ab der Hüfte bis zum Bobbes runter. Auch hier haben sie die Haare nett skulpturiert, muss man wirklich sagen. Auch seitlich geht es rum. Hier wird es natürlich am Oberkörper nach vorne flach. Affenmäßig, man sieht hier sehr schön seine Muskeln, er ist extrem schlank, man sieht trotzdem so ein angedeutetes Sixpack und vor allem seitlich die Muskeln, darf man nicht unterschätzen und hier gehen die Haare nochmal weiter bis in Schritt. Die Haare haben sie hier auch über den Oberarm gezogen, obwohl er schlank ist, sieht man hier doch ein paar definierte Muskeln, was ich nicht schlecht finde. Der Unterarm, ja, hinten sieht man die Haare, nach vorne wird es dann eher wieder glatt. Die Hände selbst haben hier ein paar nette Falten bekommen und man sieht hier sogar Fingernägel, okay, plus Gussnase, aber mit der kann man leben. Hier am Finger, am Daumen haben wir sogar einen leichten Farbabrieb, sehe ich gerade. Ja, ist aber nicht schlimm, kann ich mit leben. Hier die Faust richtig geballt, auch hier sieht man Fingernagel vom Daumen, also das ist nicht schlecht gemacht. Durch die Farbe sieht es ein bisschen aus wie ein Handschuh irgendwie. Ne? So. Okay, also Oberkörper gefällt mir schon mal recht gut, muss ich sagen. Die langen Arme tun ihr Übriges. Den Kopf haben sie gut getroffen. Ohr kann man auch hier erkennen. Und die Bemalung ist absolut okay. Dann kommen wir hier zu den Beinen. Auch hier kann man sehr schön die Fellstruktur erkennen und die ist bei SH auch nicht wirklich aufwendiger. Ne? Darum hat mich das wirklich sehr, sehr, sehr überrascht. Und ihr seht, hier haben sie sogar noch ein paar Härchen hervorgehoben. Ist also nicht nur einfach flach dran skulpturiert. Also das ist schon nett gemacht, wie ich finde. Der Wadenbereich ist relativ kurz. Dann kommen hier die Füße, die sie auch in diesem hellen Ton besprüht haben. Der C steht ein bisschen ab, affentypisch, und man sieht hier auch die Fußnägel, ja. Die Füße selbst könnt ihr nicht extra bewegen. Zur Form, zur Länge kann ich nichts sagen, da ich den Film noch nicht gesehen habe. Aber natürlich sind die Beine kürzer als die Arme, von dem her. Also der ist nicht schlecht, wie ich finde. Der ist nicht schlecht, der gute Scar King. Jetzt gebe ich ihm mal seine Peitsche in die Hand. Die öffnen wir hier. Und das Teil geben wir ihm in seine rechte Hand. Ihr braucht es auch gar nicht schrecklich weit öffnen. Nur ein bisschen drücken, damit es nicht gleich Farbe abreibt. Und dann sieht es so aus, wenn er die Peitsche in den Händen hält. Und jetzt kommt das, ne, was ich befürchtet habe. Ihr seht, das Ellenbogengelenk ist so schwach, dass es nicht oben hält. Er hält es nicht oben. Das ist schlecht, absoluter, heftiger Abzug in der B-Note. Ja, er winkt uns mit seiner Knochenpeitsche zu. Okay, ja, wenn ich es nach oben mache, ja, er hält's, aber brauchst nur ein bisschen so machen, wisst ihr, dann rutscht schon wieder runter. Also ist nicht ganz optimal. Dieses Gelenk müsste kräftiger sein. Schade.
Aber ja, komm, du, man kann es auf jeden Fall angucken. Boah, guckt euch den Oberarm, der ist schon wirklich muskulös, meine Herren. Na, wenn du den Rest des Körpers hier anguckst, das ist ja fast dicker wie der Oberschenkel. Was heißt fast, das hier ist dicker als der Oberschenkel. Von dem her, so, jetzt bin ich mal gespannt. Kann er so stehen oder kippt er um? Nö, er bleibt stehen. Und es sieht wirklich beeindruckend aus, muss man mal sagen. Mit den langen Armen und die Knochenpeitsche, das ist schon der Hammer. Aber, ja, ich hoffe, er hält's. Also wenn das stark bespielt wird, dann wird es lommelig, wie man bei uns sagt, ohne Ende. Okay? Aber ja, das sieht auf jeden Fall schon mal sehr reizvoll aus. Und auch so bleibt er problemlos stehen. Sehr schön. Ja, daneben stelle ich doch gleich mal Kong. Dann habt ihr hier einen Größenvergleich. Also Kong ist schon verdammt mächtig, was die Masse angeht. Ne? Gerade wenn sie so nebeneinander stehen. Oh, hier, Wom, voll an die Birne. Also, ne, wenn man das so sieht, oh, Kong haut sogar um, hat Wirkung. Ne? Wenn die zwei Riesenaffen nebeneinander stehen, reicht eine zärtliche Umarmung von Kong, dann bleibt eine vom Scar King nicht mehr viel übrig. Ja, dann hat sich's ausgescart. Vor allem, wenn er mit dem Handschuh dann auch noch eine auf die 12 kriegt, dann war's das. Wahrscheinlich macht es Scar, wenn der Unterkiefer bricht. Okay? Also rein von der Masse hat Scar null Chance. Null. Null gegen Kong. Null. Peitsche hin oder her. Ne, ich kann es nicht beurteilen, wie es im Film ist. Haben sie beide tatsächlich die gleiche Größe? Sieht so aus von den Proportionen her, kann ich nichts zu sagen. Aber es sieht schon beeindruckend aus, wenn Kong neben Scar steht. Ja, also ich werde natürlich alles hier noch in 360 Grad drehen lassen. Könnt ihr euch dann nochmal in aller Ruhe anschauen. Was ich jetzt aber nicht vermissen möchte, ist selbstverständlich den großen Scar King neben ihn noch zu stellen. Nur damit ihr hier mal den Größenunterschied seht. Also rechts der Giant Scar King, links der normale. Und jetzt kommt ja noch der Battle Roar Scar King. Der ist noch ein bisschen größer als der kleine. Ich muss aber auch hier sagen, also wenn ihr den kleinen habt und mit dem komplett zufrieden seid, dann braucht ihr nicht auch noch den großen, ja? Der Große ist halt sehr beeindruckend, alleine schon durch seine Größe. Aber mal schauen, vielleicht kommt da auch noch ein größeres Modell raus. Keine Ahnung, was Playmates so, noch so alles in den Schubladen liegen hat. Wird mich aber nicht wundern, da ja Godzilla und Kong auch nochmal in einer größeren Variante erscheinen. Irgendwann Juni, Juli oder so. Das wird übrigens auch wieder ein teurer Spaß. Gut. Dann würde ich sagen, sind wir hier eigentlich auch schon wieder durch und ihr seht, ich lasse die Figuren hier nochmal drehen. Einfach zum Vergleich, falls ihr noch nicht alle Figuren habt oder falls ihr euch einfach entscheiden wollt, ha, hole ich mir die großen oder eher doch die kleine Serie, ja, dann könnt ihr euch das hier in aller Ruhe überlegen. Falls ihr schon die komplette Sammlung habt, ja, dann mein Glückwunsch dazu. Sehr cool, also ich mag sowohl die großen als auch die kleinen und bereue es auch nicht, dass ich mir beide Variationen geholt habe. Ich liebe diese Figuren, es ist großartig. Es sind Monster oder Monsteraffen, das ist herrlich, oder? Ja, gut, dann noch viel Spaß beim Gucken. Beim nächsten Mal, wie schon gesagt, schauen wir uns noch den Junior hier an, den ich ganz ehrlich gesagt auch nur geholt habe, weil er zur Serie gehört. Mal schauen, vielleicht wächst er mir ja auch noch ans Herz. Gut, alles klar. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Reinschauen. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, tschüsschen. Euer Rupi. Yay.